das meine ich. Es ist super windig momentan. Wirklich super windig. Oh, Mama Tanja! Mama Tanja! Mama Tanja! Hey Leute, was geht? Bibi Khan hier in Adopted City wieder mit meinem Draco! Endlich, Draco ist wieder da! Und natürlich habe ich mir gedacht, ich kümmere mich um ihn, weil ihr könnt es sehen, ne? Er ist kurz davor, der vierte ausgewachsene Draco zu sein. Mhm. Und das heißt, wir werden diese Woche noch meinen Neon-Draco holen. Ja, weil 1, 2 und 3 sind schon ausgewachsen und das ist der vierte. Und dann habe ich endlich meinen Neon-Draco, also meinen Neon-Drachen. So, ich muss mich natürlich heute ein bisschen um Draco kümmern und ich muss zur Schule, weil Mr. Fissi hat wohl ein neues Projekt für mich. Also ich muss ein neues Referat vorbereiten jetzt noch vor den Osterferien. Aber das kriege ich hin. Das kriege ich hin. So, Draco ist heute irgendwie ein bisschen komisch drauf, weil der möchte gar nichts heute von mir. Hm. Normalerweise möchte der nach 2, 3 Minuten alles von mir. Der möchte was... Ja, guck, da ist es schon. Er hat Hunger. So, deswegen gehen wir jetzt einmal kurz nach unten. Du kriegst was zu essen. Und danach geht es in die Schule. So, und ich muss auch sagen, in der letzten Zeit ist es echt windig bei uns hier in Dolby City. Ist euch das eigentlich aufgefallen? Hm? Also, es ist so richtig krasses Wetter. Also, ich habe manchmal zwischendurch nachts Angst, aber gut. Ne? Solange es nicht blitzt und so, ist alles in Ordnung. So. Dann müssen wir noch kurz einmal unter die Dusche, Draco. Weil du stinkst ein bisschen und ich ehrlicherweise auch. So. Und danach geht's in die Schule. Und mal gucken, was das neue Thema ist. Och nö, warum sind wir denn jetzt krank? Oh, es passiert so viel, aber das ist gut, weil dementsprechend wächst Draco aus. Es ist gut, wenn wir mehr Aufgaben bekommen. Wir machen einmal kurz den Harry Potter zu den Geschenken. Kennt ihr, ne? Das meine ich. Es ist super windig momentan. Wirklich super windig. Hm, ich habe gehört, hier soll was im Wasser sein, aber ist das jetzt schon hier? Weil ich habe da was gesehen. Aber machen wir später vielleicht. So. Okay. Hallöchen. Ja, uns geht's nicht so gut. Aber ich kümmere mich drum. So. Eigentlich wollten wir auf dem Spielplatz, aber das machen wir heute nicht. Draco, wir haben was zu tun. Mr. Fissi will uns eine Aufgabe geben und ich möchte diese 3 bekommen. Oder 2. Oder 1. Was auch immer. So, ich hole mir in der Zwischenzeit einen goldenen Apfel. So, mir geht's auch gut. So, dir geht's auch. Du hast schon wieder. Können wir in der Schule bitte das machen? Danke. So, tschüss. Oh, ich bin echt gespannt, was es für ein neues Thema gibt. So, Mr. Fissi. Mr. Fissi, ich bin da. Ja, ich komme sofort. Hallo, Shane. So, Draco, du kannst hier ein bisschen... Was? Soll ich zu dir gleich kommen? Ja, warte, Mr. Fissi hat mich gerufen. Hallo, Mr. Fissi. Ja, was ist los? Ja. Oh, neues Thema soll ich vorbereiten. Welches denn? Wetter? Irgendwas Spezielles? Okay, gut. Alles klar, ich gehe dann zu Shane. Okay, Leute, also Mr. Fissi hat mir gerade gesagt, ich soll ein Referat über das Thema Wetter machen. Und das soll sozusagen eine Einleitung zu diesem Thema sein. Hattet ihr das auch schon mal, dass ihr so ein Thema einleiten wolltet? Oder musstet? So. Hey, Shane! Shane, also Mr. Fissi hat mir was erzählt von Wetter. Und dass du mich da irgendwie unterrichten sollst. Okay. Wie? Gewitter? Ich mag das doch nicht. Okay, ja, ist nicht schlimm. Ich höre jetzt zu. Okay, ich schreibe mir die Sachen auf. Ist in Ordnung. So, was muss ich bei Gewitter beachten? Okay, ich sollte möglichst nicht draußen sein. Gut. Okay, auch nicht auf einer hohen Position. Gut. Nicht unterm Baum. Okay, auf gar keinen Fall unterm Baum. Okay. Gut, also du sagst es wieder, nicht draußen sein. Aber hörst du das nicht? Mhm. Gewitter draußen und ich muss doch nach Hause. Okay. Im Auto ist es sicher, sagst du. Okay, alles klar. Okay, gut. Ich weiß Bescheid, danke. Ich schreibe mir das auf. Oh, ich will jetzt gar nicht raus. Ne, Draco, wir gehen jetzt nicht auf den Spielplatz. Hast du mal das Wetter draußen gesehen? Man hört es doch schon. Ich guck mal kurz. Also, es ist ein bisschen bewölkt, aber hört ihr das, Leute? Hört ihr das? Das Gewitter kommt. Das Gewitter kommt. Okay, warte, ich wollte noch was untersuchen. Schnell, komm mit. Draco, komm mit. Und zwar habe ich was gehört, dass es was im Wasser gibt. Und ich wollte jetzt... Also, man sollte auch auf jeden Fall nicht ins Wasser. Deswegen gehe ich jetzt auch nicht ins Wasser. Aber ich habe da was gehört. Mhm.
Ich hole mal meinen Hovercar raus, aber das wird mich nicht schützen, weil das oben frei ist. Das ist oben nicht zu. Ich hab kein Auto, was oben zu ist. Ich hab ein bisschen Angst. So, wir müssen jetzt das Wasser untersuchen, weil ich habe da gehört, das sollen schon vielleicht die ersten Pets sein. Habt ihr das auch gehört? So ein Easter Egg. Aber ich sehe noch nichts. Oh, es wird immer lauter, es wird immer lauter. Und ich darf nicht hier unter die Bäume. Okay, nein, im Wasser ist nicht... Oh, ich will nach Hause. Lass uns erstmal hier in diesen Shop rein. Los, komm mit, Draco. Das ist so gefährlich. Hallo, Edda. Also, du, es ist ja schlechtes Wetter draußen und da wollte ich fragen, ob ich kurz hier drinnen bleiben kann. Okay, danke. Wie, ihr macht gleich zu. Aber ich muss doch noch nach Hause. Ja, okay. Muss ich jetzt schon raus? Oh, toll, danke. Ich will raus, ich will nach Hause. Ah! War das ein Blitz oder ein Furz? Draco? Okay, es war nur dein Furz. Okay, der hört sich aber an wie ein Blitz. Oh, ich will nach Hause, ich will nach Hause, ich will nach Hause. Hier im Auto bringt das auch gar nichts. Ich gehe zu Mama Danja. Ich will zu Mama Danja. Nur da bin ich sicher. Hallo? Mama Danja? Hörst du das? Hallo? Oh, warum ist die Tür abgeschlossen? Mama Danja! Mama Danja! Mach die Tür auf! Oh, was mache ich denn? Ich verstecke mich jetzt woanders. Hallo? Kann mich jemand reinlassen? Hallo? Oh, Dankeschön. Ich weiß jetzt nicht, bei wem ich zu Hause bin, aber hier bin ich, glaube ich, ziemlich sicher. Aber ich will nach Hause, weil... Wenn jetzt die Polizei oder so kommt... Oh, wo bleibt denn Mama Danja? Ah, Fluffy, also ich finde, das war heute mal wieder ein wirklich guter Besuch in Brookhaven. Wie siehst du das? Dir hat's nicht so gefallen? Warum denn? Ja, ich weiß, dass es dort keine anderen Pets Draco, gibt, aber... Draco, tut mir leid, wir können... Hallo, können wir kurz hier bleiben? Nur ganz kurz. Hallo. Guck, wir holen jetzt mal Baby Khan von der Schule ab. Mal gucken, was der heute so erlebt hat. Okay, also ich will aber nicht runterfallen. Ich komme mit Draco. Oh, wir müssen jetzt nach Hause. Ich weiß nicht, wer das ist. Oh, Mama Danja! Mama Danja! Mama Danja! Mach die Tür auf! Hallo, Mama Danja! Hey, wo ist denn Baby Khan? Ich wollte ihn jetzt eigentlich von der Schule abholen. Okay, er ist schon zu Hause. Ja, dann gehe ich jetzt mal nach Hause. Hallo! Ist jemand hier? Mama Danja, bist du hier? Komm mit, Fluffy, wir gehen nach Hause. Baby Khan ist wohl schon da. Und es gewittert auch so ein bisschen, glaube ich. Oh, habe ich kein Auto? Ich verstecke mich hier in der Kugel. Aber was mit Draco? Mama Danja! Hallo, Baby Khan. Ich wollte dich gerade aus der Schule... Komm jetzt bitte nach Hause. Hörst du das Gewitter nicht? Du stehst doch vor der Tür. Ja, ich komm nicht rein. Ich wollte dich gerade von der Schule abholen. Ja, ich komm nicht rein. Ach so. Entschuldigung, es ist offen. Ich dachte, du hast den Schlüssel. Nein, habe ich nicht. Hast du nicht gehört, die ganzen Blitze, die so kommen? Na, Blitze kann man nicht hören. Ja, das Gewitter zumindest. Ja, also klar, habe ich gesehen, aber das war jetzt ja auch nie ein Problem. Und, also, ja, ich aber. Ich habe gehört, dass das super gefährlich ist. Und weißt du, ich habe kein Auto, was oben zu ist. Und deswegen wollte ich erst im Auto warten und dann war ich im fremden Haus, aber dann wollte ich auch nicht drinnen bleiben. Und du warst nicht zu Hause und ich hatte ziemlich viel Angst. Warte mal kurz. Was? Also du hattest, wir hatten doch schon Gewitter in Adopt Me City, warum hast du denn jetzt... Ja, aber nicht so heftig und nicht nachdem ich gehört habe, was das für Konsequenzen haben kann. Ich soll ein Referat über Wetter vorbereiten und da hat mir Shane erzählt, was es für Gefahren und Risiken bei Gewitter gibt. Und da soll man sich nicht unter den Baum stellen oder nicht dastehen, wo man irgendwie hoch irgendwo steht, nicht im Wasser und so. Weißt du, wie gefährlich das ist? Ja, ich weiß das. Also ich finde es gut, dass du das Referat vorbereiten musst, aber du musst das halt keine Panik haben. Ja, aber ich finde es nicht gut, dass du nicht zu Hause warst und ich musste draußen warten und... Ah, hier ist auch ein Baum, Mama Danja. Ist das nicht gefährlich? Nein, das ist nicht gefährlich. Nicht im Haus. Bist du sicher? Ja, wir haben einen Blitzableiter. Du bist sicher? Ich bin mir sehr sicher, dass uns nichts passiert, vor allem wenn wir im Haus sind. Wie das sicher? Ist ganz, ganz unwahrscheinlich, dass... Mama Danja, wie sicher?
99,8%. Ja, super. Guck, da fehlen noch 0,2%. Ja, aber... Oh nein, diese 0,2% werden mich erwischen. Baby Khan, dir wird nichts passieren. Dir wird nichts passieren. Unser Haus ist doch total sicher. Nein, ich glaube nicht. Und pass auf, wenn du richtig, richtig... Nein, stopp, hör zu. Kannst du nicht vielleicht noch ein zweites, drittes Dach hier einbauen? Dass wirklich, falls der Blitz hier einschlägt, dass uns nichts passieren kann? Und uns passiert nichts, Baby Khan. Aber Mama Danja, wenn der Blitz einschlagen sollte, was ist denn dann? Oh, Mama dann Danja, bezahlt also, das die Versicherung. Ich muss eigentlich duschen, aber ist das sicher? Das ist sicher, ja. Das, also aber du sollst wir sind nur dann im Wasser. Nein, du solltest einfach nicht ins Freibad gehen. Wenn der Blitz ins Wasser einschlägt, dann leitet das Wasser die Elektrizität sehr gut. Und dann ist quasi das ganze Wasser elektrisiert. Deshalb soll man nicht ins Wasser. Aber das gilt doch nur, wenn du draußen bist. Du sollst nur nicht ins Freibad sicher? Gehen. Ja. Bist du sicher? Ja. Hast du das studiert? Ich habe das nicht studiert, aber das ist so, Baby Khan. Aber Mama Danja, warum ist das Gewitter immer so laut? Das ist der Donner. Das, ja, und? Das ist gar nicht... Hat der ein Problem? Ich glaube nicht, dass der ein Problem hat. Ja, und warum ist er dann immer so laut, der Donner? Naja, das ist der Luftdruck. Und das kollidiert dann und dann macht das so laute Geräusche. Und ja, übrigens, du jetzt so, als würdest du wieder alles wissen, aber ein Rezept dagegen hast du nicht, ne? Nein, das habe ich nicht. Gewittert. Aber weißt du, was du machen kannst? Was? Vielleicht hilft dir das ein bisschen. Du kannst zählen, wie weit das Gewitter noch entfernt ist. Wow, und was bringt mir das? Naja, du bist beschäftigt. Okay, ich bin in meinem Zimmer. Wahrscheinlich sollte ich den PC auch nicht anmachen, ne? Naja, also es ist immer sicherer, wenn man den Strom ausstellt, das stimmt. Okay, warte, dann mache ich überall das Licht aus. Wollen wir überall das Licht ausmachen? Fühlst du dich dann sicherer? Ja, bitte. Okay. Überall das Licht ausmachen. Okay, dann machen wir überall das Licht aus. Also Baby Khan, wie gesagt, das ist extrem unwahrscheinlich, aber wenn du Angst hast, dann nehme ich das natürlich ernst. Okay? Ja, okay. So, ich verstecke mich unter meiner Decke, okay? Ja, das ist in Ordnung. Leute, also ich verstecke mich unter meiner Decke. Ich glaube, das ist der sicherste Ort momentan. Und falls ihr auch Angst vorm Gewitter habt, ist das überhaupt nicht schlimm, weil Baby Khan hat wirklich die größte Angst vorm Gewitter. So, falls ihr mich sucht, ich bin unter der Decke. Tschüss. Ciao, Baby Khan. Falls du irgendwas brauchst, sag mir Bescheid. Aber es ist wirklich nicht so gefährlich. Okay, Leute, wie gesagt, ihr habt es gesehen. Angst vorm Gewitter ist in Ordnung. Aber ganz unwahrscheinlich, dass was passiert. Ich kümmere mich jetzt noch ein bisschen um Baby Khan. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.